Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Gamescom TV Folge Nummer 5 und zwar nicht nur euch da draußen, denn in diesem Jahr machen wir es ein bisschen anders. Wir zeichnen jede Folge Gamescom TV hier live in Halle 10.1 auf und deshalb auch euch allen hier in der Halle herzlich willkommen. Geht's euch gut? Da wurde ordentlich angeheizt. Die Stimmung hier in der Halle, die ist wirklich den ganzen Tag mega. Wenn hier die richtigen Leute auf die Bühne kommen, dann tobt die ganze Halle. Aber nicht nur hier auf der Let's Play Meets Gamescom Bühne ist das so. Nee, auf der ganzen Gamescom ist wirklich am Messefreitag die Hölle los. Ich habe so viele coole Leute getroffen, ich habe viele Interviews geführt und jetzt gibt's schon mal einen kleinen Einblick, was heute auf der Messe los war. Glückliche Gamer, soweit das Auge reicht. Die Stimmung, die stimmt. Und wenn ihr jetzt zu Hause am Stream sitzt, jetzt gerade, oder euch später die Folge auf YouTube anschaut, dann möchte ich euch jetzt noch ein klein bisschen neidisch machen. Ich glaube, wir wollen all den Leuten zu Hause noch mal zeigen, wie gut die Stimmung hier ist, oder? Wie geht's euch? Können wir noch so ein kleines Spiel machen, wenn wir hier in der Mitte mal teilen? Wir machen Gamescom. Gamescom? Macht ihr mit? Okay, 1, 2, 3. Das hört sich gut an. Und ich komme jetzt einfach mal zu euch nach unten. Bevor wir das nächste Filmchen anschauen, habe ich nämlich mal eine Frage. Dein Highlight hier auf der Messe? Bisher stand ich nur den ganzen Tag hier, von daher war da noch nicht viel. Hör mal, das ist auch sehr charmant. Wir sind also dein Highlight. Ja, ja. Beziehungsweise die Jungs, die hier auf der Bühne stehen. Das ist in Ordnung. Hast du ein Spiel oder irgendwas, was du dir anschauen konntest, wo du sagst, das ist mega? FIFA nur. Auch eine gute Antwort. Ich warte jetzt noch auf die richtige Antwort, damit ich meine Anmoderation richtig hinkriege. Dein Highlight. Ey, ich stehe seit 10:30 hier. Also, ich habe noch nichts gemacht, außer ihr sitzt. Ihr macht eigentlich alles richtig. Vielleicht muss ich mal so eine Reihe weiter nach hinten gehen. Dein Highlight hier auf der Messe. Pete Smith. Okay, die Jungs wollen Let's Player sehen, das kann ich auch verstehen, aber ich habe die Frage heute schon ein paar Mal gestellt und alle haben, oder sehr viele haben gesagt, The Witcher 3. Die wollen endlich dieses Spiel. Ach so, jetzt hört man ach so. Auch ein gutes Spiel, oder? Sind nur ein bisschen zu jung für The Witcher, ne? Ja, das kommt noch. Vertrau mir. Auf jeden Fall haben wir so oft die Antwort The Witcher 3 bekommen, dass wir uns natürlich auch da mal umgehört haben und ein kleines Interview geführt haben. Viel Spaß. Wir stehen jetzt bei The Witcher 3 und die Leute haben gerade das Live-Gameplay gesehen. Es wurde applaudiert und jetzt möchte ich ganz gerne mal jemanden fragen, wie war es denn? Ja, es war geil, das werde ich mir kaufen. Das war cool, ja, impressed. Warst du letztes Jahr auch schon hier? Nein, noch nicht, mein erstes Mal, ja. Aber du hast ganz leuchtende Augen. Ja, es war so cool, also wirklich geile Grafik. Und ich versuche nochmal jemanden anzuhalten. Hi. Warum hat es dir gefallen? Es ist einfach ein geniales Spiel. Sie sind alle genial. Also man bekommt von allen das Feedback, dass es einfach super genial ist. Alle kommen hier mit glänzenden Augen raus. Warst du letztes Jahr auch schon da in der Vorführung? Nein, nein. Was begeistert dich besonders? Alles ist Voice Acting, Art Design, alles ist einfach super. Ja. Wie traurig ist man, dass man jetzt noch nicht selber anspielen kann? Ja, ziemlich traurig. Aber 24. Februar, geht's los. Ja, und ich gehe morgen nach Hause und ich spiele den zweiten nochmal.
Also. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ein Jahr weiter. Es hat sich in dem Spiel sicherlich eine Menge getan. Aber wie erlebst du dieses Jahr, wenn du dir das Spiel anschaust? Was passiert da für euch? Es füllt sich mit Leben. Also du hast diese riesengroße Welt, wie wenn du vielleicht so eine Modelleisenbahn baust. Du fängst erstmal mit der Holzplatte an und da wussten wir damals schon, wie groß das wird vor einem Jahr. Und haben so eine kleine Ecke, hatten wir schon fertig. Und jetzt hier noch ein Baum und da noch ein paar Vögel und da noch eine versteckte Schatztruhe. Und hier noch irgendwie mal anderes Wetter und Wasser und Schiffe und Boote und Tauchen und Feuer. Und das kommt jetzt langsam alles zusammen. Das ist natürlich toll, das mitzuverfolgen, wenn man dann zum ersten Mal zum Beispiel auch so ein Spiel intern mal so in einem Rutsch durchspielen kann und nicht immer nur so einzelne kleine Stücke. Jetzt ist noch ein gutes halbes Jahr, 7, 8 Monate, bis es dann wirklich rauskommt. Da erhöht sich doch auch der Druck, oder? Ja, also die Kollegen haben richtig viel Stress, aber die machen das auch, die lachen alle hier noch und es hilft auch wirklich und das ist das Tolle an der Gamescom. Die sind immer in ihrem Studio, arbeiten wirklich, sagen wir 6 Tage die Woche, geben die Vollgas und dann mal hier zu sein und zu hören, hey, es gefällt uns gut und es kommt toll an. Die ziehen da viel Energie aus der Gamescom, gehen wieder zurück und machen das dann fertig und nehmen diese ganze positive Energie mit. Ganz viel Lob bekommen, was einen super freut natürlich nach so langer harter Arbeit. Also das kann ich auch bestätigen, egal wen man fragt, was die Highlights sind, es kommt immer wieder The Witcher 3. Und ich meine, ihr habt über 150 Awards gewonnen, größer, geiler, schneller, schöner, besser? Das war fast schon, das hast du alles schon aufgezählt, das war größer, geiler, schneller, besser. Ich glaube, das drucken wir so auf die Packung. Größer, geiler, schneller, besser. Ja? Ich habe die Worte bei Pete Smith geklaut, der größer, geiler als sein Slogan für die Gamescom 2014 einfach mal so beansprucht hat. Sage mal jetzt mal, abgesehen von dem Spiel, wie sieht dein Ablauf hier auf der Messe aus? Wie bereitest du dich auf die Messe vor? Ich denke, du hast viele Interviewtermine, wie mit Gamescom TV. Ja, so Halbstundentermine und dann wird es immer lustig ab Donnerstag, wenn du hier zwischen dem Business Center, wo wir gerade sind, und unten der Messe hin und her pendelst und in den Menschenmassen verloren gehst. Du ab und zu mal hier einen Termin vergisst und dann triffst du den wieder an der Ecke und sagst, ach Mensch, du bist ja auch noch da. Ja, ich habe natürlich. Und es ist sehr, sehr stressig. Ich habe auch relativ wenig geschlafen. Ich habe relativ wenig getrunken. Weil das sieht man nicht, dass du wenig geschlafen hast. Dass du viel getrunken hast, auch nicht. Wenig getrunken. Oh, vielen Dank. Ich habe gar nichts getrunken, also auch kein Wasser. Und also 3 Tage lang im Business Center Vollgas und dann werde ich aber auch Samstag und Sonntag noch runtergehen an den ganz normalen Stand, mir anschauen, wie die Leute darauf reagieren. Wir haben da auch ein Kino. Das ist immer schön, wenn du dann siehst, wie es denen gefällt. Haben bislang immer alle geklatscht und setzt dich rein und freust dich. Dann kriegst du immer Gänsehaut, wenn du siehst, dass die Sachen so gut ankommen. Ja, das ist gut. Also das hört sich nach schönen Messetagen an, vollgepackt, aber jeden trifft man irgendwann wieder und wenn man ihn hier nicht trifft, dann spätestens auf irgendeiner Party. The Witcher 3, also eines der Highlights darauf, worauf wirklich fast jeder wartet. Und ich habe noch eine schöne kleine Überraschung für euch. Dafür müsst ihr allerdings morgen wiederkommen. Ich habe nämlich 3 The Witcher 3 T-Shirts abgreifen können. Die habe ich jetzt allerdings leider nicht dabei. Aber morgen verspreche ich euch, dass ich die hier in der Halle verteilen werde. Also wenn der eine oder andere hier morgen nochmal hinkommt, dann gibt es T-Shirts abzugreifen von The Witcher 3. Aber ich bin natürlich auch heute nicht mit leeren Händen gekommen. Ja, T-Shirts! Das sind die T-Shirts, die ich auch immer trage. An dieser Stelle darf ich mal ein bisschen Werbung machen, und zwar für Campus Sportswear. Die haben hier überall auf dem Messegelände Stände und da könnt ihr euch euer Gamescom-T-Shirt drucken lassen. Das sind dann unter anderem solche Drucke. Es gibt verschiedene Farben, es gibt Tanktops, es gibt Kappen, es gibt Schlüsselbänder und was auch immer. Wer hätte denn gern das T-Shirt hier? Ich höre irgendwie nichts. Now we're talking. Ich habe ja noch ein paar mehr. Das ist nochmal ein großes, da würde sich, glaube ich, ein Herr drüber freuen. Ich versuche jetzt mal, ob ich da die Autogrammstunde ein bisschen crashen kann und vielleicht auch für das T-Shirt geschrien wird. Da hat man kaum eine Chance, deshalb gehe ich hier hin. Viel Spaß damit. So, 2 oder 3 habe ich noch. Morgen haue ich die Witcher-T-Shirts raus. Allerdings bin ich ganz ehrlich, ihr seid ein bisschen leise. Ihr denkt, ja, die haut die T-Shirts eh raus, die kriegen wir eh. Aber ich kann die auch anziehen. So, wer ist lauter? Die sind laut. Ihr seid laut. Viel Spaß. Da vorne. Du hast laut geschrien. Aber das ist ein Mädels-Shirt. Ich mache jetzt mal was Unfaires. Boah. Für die Ladies hier vorne. Und ich komme wieder auf die Bühne. Und das nächste Filmchen, was wir haben, wir waren gestern bei 2K15 und ich habe jemanden getroffen, dem passen die T-Shirts sowieso nicht. Der ist nämlich ziemlich groß, ziemlich breit, aber auch ziemlich nett. Hier ist für euch Big Show. First of all, Big Show, you're a really tall man. I feel so small.
I have that effect. I make some buildings look small, so. Also, er sieht groß aus, aber darum geht's nicht in unserem Interview. I have some questions. When you compare the wrestling fans to the gaming fans, is there a community that is more enthusiastic? I think part of, you know, for our game, for our 2K15 game, I think it's our wrestling fans really gravitate towards the game because, you know, our fans are such avid fans. They want to experience WWE as much as they can. And this game is so incredible. It's almost like being a superstar. It's so lifelike. It's amazing. You are a superstar, so. Er sagt, die Fans sind auf jeden Fall großartig. Sie sind begeistert und die Kombination von Wrestling-Fans und dieser Gamer-Geschichte, das zusammen macht es aus. When you see yourself in a game, you're a playable character, how does it feel? Is it still strange or is it fun or you say, oh, I play myself? It's strange to play yourself on a game. And it's also frustrating when your character is knocked down in the video game and he won't get up. That's frustrating because I'm, get up, get up, get up. I'm screaming. So it's like a me and I'm also being a fan at the same time. So there you go. Er sagt, dass es schon ein bisschen seltsam ist, sich selber zu spielen, weil gerade wenn er dann irgendwie nicht mehr aufsteht, schreit er sich selber an und sagt, ey Mann, steh auf. Klappt halt nicht immer. So you're better in reality or you're better in the game? I'm way better in reality. Way better in reality, yeah. My fingers are kind of big, I'm a little slow. But yeah. Er sagt, er ist definitiv besser in Realität als im Spiel, weil seine Daumen ein bisschen zu groß sind, aber ich glaube, er spielt auch sehr gerne. One other question, you're not only wrestler, you're also father. How many kids you have? One that I know about. Okay. One, I have a daughter, that's it, yeah. And you play at home, or does she play your character in the game? Is she old enough? She likes Randy Orton. That's the way it works, she likes Randy Orton. So she plays as Randy Orton, I play as me. And the sad part is, most times she wins. So it's just like real life. Also sein Töchterchen spielt nicht unbedingt ihn, sondern in Kontrahenten und gewinnt dann auch manchmal. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal für das Interview. Thanks a lot for the interview. Nice to meet you. Hey, thank you guys. Thanks. Das nenne ich mal richtige Fans. Dankeschön an Big Show und für das nette Interview. Ja, 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 ich gebe zu, ich hatte ein kleines bisschen Respekt vor ihm, aber er war sehr handsam und war sehr, sehr nett zu mir. Hier auf der Bühne, da sind immer wieder Let's Player, da sind Leute, die euch besuchen, die euch Interviews geben, euch Rede und Antwort stehen. Und hintern, also gegenüber von der Bühne, ist unsere Let's Play Lounge. Und da haben wir einen kleinen, feinen Backstage-Bereich. Und da haben wir auch immer Gäste. Ich hänge da auch ab und an ab, wenn ich gerade nicht am Drehen bin. Und gestern habe ich einen YouTuber dort getroffen, David Hein von Behind. Und auch ihm durfte ich ein paar Fragen stellen. An meiner Seite der entzückende ehemalige Newsman von High Five, David Hein, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. David, wir haben eins auf jeden Fall gemeinsam. Ja. Uns ist sowas von heiß. Wie warm ist es, bitteschön? Hier sieht man es nicht an, das ist es nämlich. Also bei mir sieht man die 40, 50 Grad, die hier drin sind, komplett. Sie zerfließen nämlich durch mein Gesicht gerade. Du bist, da ist nicht ein Tropfen zu sehen. Da könnte man jetzt sagen, das war Fishing for Compliments, war es aber nicht. Er hat nämlich gerade mitbekommen, dass ich mir noch eine halbe Kiste Puder ins Gesicht geschmiert habe. Aber wir wollen ja nicht über Schminke reden, sondern über die Gamescom. Dein Kanal Behind mit AI, da geht es eigentlich gar nicht um Gaming, aber Gamescom magst du trotzdem. Ja, also ich mache das immer so, ich fahre zur Gamescom und berichte dann über die Stimmung, die hier ist. Also weil, wie du siehst, es kommen ganz viele Leute, um ihre Stars, die ja mittlerweile eher aus YouTube kommen, nicht jeder davon macht Gaming, zu sehen. Und ganz viele treffen sich hier auch, weil sie sich ganz oft im Internet vorher kennengelernt haben. Die haben jahrelang zusammen gezockt und jetzt ist das hier eine Möglichkeit, um dass alle mal aufeinandertreffen. Und das finde ich, ist mittlerweile so der Spirit von der Gamescom. Also so ein großes interaktives Fantreffen von Leuten, die alle dasselbe Hobby verbindet. Und da halte ich mit der Kamera drauf, weil ich das spannend finde. Wird natürlich alles auch noch unterstützt durch so Sachen wie das Gamescom Camp, das Gamescom Festival. Also wir heizen die Stimmung ja an, wo es geht. Hier die Stimmung in der Halle vor der Let's Play Bühne ist riesig. Aber auch wenn man hier mal rumschwenkt, hier sind ja wirklich Leute, dass, also ich fühle mich ein bisschen, als ob hier Robbie Williams gleich käme. Da wird richtig angestanden, um ein Foto und Autogramm zu kriegen. Also ich bin ja einer von den kleineren YouTubern mit 200.000 Abonnenten. Das heißt, noch nicht so ein großer Andrang. Und selbst ich brauche mittlerweile 45 Minuten, um zu dieser Bühne hier zu kommen. Es ist ein riesen Andrang und die Leute sind halt so, haben alle möglichen Sachen, wo du drauf unterschreiben musst. Ich glaube, es gibt nichts, auf das ich nicht unterschrieben habe dieses Jahr. Es gibt, einer hatte sogar seinen Gameboy aus den 90ern mitgebracht, wo ich unterschreiben musste. Das finde ich sehr krass. Also es ist echt Star-Attitüde hier.
hier kann man schon ein bisschen abheben. Ich muss aufpassen, auf dem Boden zu bleiben. Ich halte eine Hand auf deiner Schulter, das heißt, du hebst heute noch nicht ab, zumindest nicht in diesem Interview. Ist aber auch ein schönes Gefühl, würde ich sagen, weil im Endeffekt bei YouTube ist man ja schon, was heißt, abhängig von den Fans, aber ohne Fans ist man nix. Das ist es. Also ich wurde vorhin gefragt, warum ich mir dann so viel Zeit nehme, und ich habe halt gesagt, das ist einmal im Jahr, wo ich die Möglichkeit habe, diese Leute, die mich quasi machen, ne? Also das ist halt YouTube, die bezahlen durch ihre Klicks meinen Lebensunterhalt, und sie sind halt auch dafür, also die bestimmen meinen Kanal ja auch mit. Durch all die Wünsche, die sie machen, kann ich meinen Kanal weiterentwickeln. Das ist ja das Tolle an YouTube, dass es diesen direkten Kontakt zu den YouTubern gibt. Und wenn ich ihnen was zurückgeben kann in diesen 3 Tagen, dann nehme ich mir halt die Zeit, die ich habe. Das ist aber ganz schön sympathisch. Ich sag danke für das Interview und wünsche noch ganz viel Spaß hier auf der Gamescom. Danke, ja. Ich hoffe, wir beide schmelzen nicht weg und dir auch noch viel Spaß. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal an David Hein. Tja, und das war's auch schon für heute. Ich sag mal danke an euch alle hier in der Halle. Ich hoffe, dass der ein oder andere von euch morgen wieder mit dabei ist. Ist morgen noch jemand hier? Ja, sehr gut. Ich freue mich, wenn ihr morgen alle wiederkommt. Wie gesagt, ich habe dann The Witcher 3 T-Shirts im Angebot, wenn ihr möchtet. Und natürlich eine brandneue Folge Gamescom TV. Das war's für heute. Euch zu Hause auch Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.